Hallihallo! Willkommen zu Kritisch Reisen mit Dali. Reisen mit Dali. Auch heute wieder entführe ich euch an die ungewöhnlichsten Plätze der Welt. Also, bock den Boss. Und los geht's. Wir befinden uns im Badezimmer einer 10-Personen-Wohnung in Jakarta auf Java in Indonesien. Die Bewohner sind seit gestern in der Arbeit und kommen wahrscheinlich erst morgen früh wieder zurück. Indonesien ist ein wunderbares Land. Der Archipel umfasst mehr als 13.667 Inseln und erstreckt sich von Sumatra im Westen bis ins westliche Neuguinea im Osten. Jakarta ist die Hauptstadt mit 7,9 Millionen Einwohnern. 8 Millionen. Wobei die Javaner selbst mit 45% die größte Bevölkerungsgruppe stellen. Die kleinste sind die sogenannten Sonstigen mit nur 7,5%. Allerdings sind die Sonstigen weltweit vertreten und auch in anderen Ländern zu finden. Muslime dominieren mit 86,9%, dicht gefolgt von Christen mit 9,6%. Sonstige mit 0,6. Das Bruttosozialprodukt betrug 1993 740 US-Dollar pro Kopf. Wenn man also 10 Jahre spart, kann man sich schon ein geiles Badezimmer leisten. Kleiner Tipp: Wenn Sie hier sind, probieren Sie Affenhirn mit Curry. Ist grauslich. Aber das Curry hat einen bittersüßen Nachgeschmack beim Kotzen und ihre Freunde werden eine Mordsgaudi haben. Ich befinde mich unter einer Bettdecke, 25 Kilometer südöstlich von Damaskus, der Hauptstadt des geschichtsträchtigen Syrien. Also direkt im Südosten des Nordwestens des Mittleren Ostens. Das kam wahrscheinlich vom Golan. Komisch. Ist noch nicht mal 3/4. Wie man bereits an dieser handgestickten Rosendecke erkennt, hat Syrien eine alte Kultur. Bereits 2000 vor Christi war das Land Teil des Akkadischen Reiches, einer der ältesten Zivilisationen der Welt. Später kamen die Ägypter, die Hethiter, die Assyrer, Babylonier, Perser, Türken, Araber, Franzosen. Noch heute kommen viele begeisterte Aufständische hierher. Kein Wunder also, dass auch hier die Sonstigen mit satten 4,9% vertreten sind. Die Militärausgaben machen übrigens 2/3 des Budgets aus. Aber das ist erforderlich, um sich vor den UNO-Soldaten zu schützen. Syrien verfügt über sensationelle Ressourcen. Erdöl, Phosphate, Eisenerze, Chrom, Mangan, Zuckerrüben, Linsen, Oliven, Bauteile für Massenvernichtungswaffen, Tabak, Häute, Felle, Wasserkraft und vieles mehr. Ach ja, und wenn Sie herkommen, müssen Sie unbedingt diese kleinen Kaviarbrötchen im Holiday Inn versuchen. Sie sind nicht gerade regionaltypisch. Aber zumindest kriegen sie keinen Durchfall davon. So, das war's. Aber Kopf hoch! Nächste Woche geht's weiter, wenn es heißt Halligalli mit Dali auf Bali, wo wir uns mit der Problematik der Landflucht beschäftigen und gemeinsam mit deutschen Sextouristen die Puppen tanzen lassen. Anschließend machen wir einen kurzen Abstecher nach El Salvador, wo wir dem 12-jährigen Schuhputzerjungen Miguel die Chance geben, seine Schulausbildung zu finanzieren.
Freuen Sie sich also. Und nicht vergessen. Bock den Boss. Wir befinden uns hier im Kammer eines kaukasischen Viehhirten. Sie sehen hier die ganzen untypischen Sachen, die ein kasachischer Viehhirte braucht. Skurrile Gefäße. Werkzeug. Wenig Platz. Oh ja. Elektrizität. Fahren wir nach Turkmenistan, bitte. Hä? Wo sind wir hier? Was? Ach so. Wir befinden uns hier an dem wahrscheinlich bekanntesten Ort dieses Planeten. Meine Damen und Herren, der Arsch der Welt. Was? Hast du das im Kasten? Okay.